So, im Skript sind noch ein paar weitere Aufgaben zu diesem Themenkreis, bedingte Wahrscheinlichkeit und unabhängige Ereignisse. Die würde ich Ihnen ans Herz legen, mal auszuprobieren, damit Sie einfach mit diesen Begriffen noch ein bisschen vertrauter sind. Ich will Ihnen noch eine Sache sagen. Ich finde es eigentlich immer wichtig, wenn man über Stochastik eine Vorlesung macht, auch darauf hinzuweisen, was so die typischen Missverständnisse und Fehlurteile sind. Und eine Sache, die eine relativ große Rolle spielt, zum Beispiel bei Medikamententests und so weiter, ist das sogenannte Paradoxon vom Falsch-Positiven. Das kann man eigentlich am besten erklären mit Medikamenten, mit Tests für eine Krankheit. Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt genommen, Sie machen einen HIV-Test. Und diese Tests haben typischerweise zwei Werte, die auf der Packung stehen, die der Arzt Ihnen erklären kann. Der erste Wert, der bei so einem Test angegeben wird, ist die sogenannte Sensitivität. Nehmen wir mal an, unser Test hat eine Sensitivität von 99,9%. Mit der Sensitivität ist gemeint, die Wahrscheinlichkeit, eine Infektion zu erkennen. Das bedeutet in diesem Fall, wenn Sie mit diesem Test 1000 Leute testen, die alle infiziert sind, dann wird er in 999 Fällen sagen, Infektion. Das ist die Sensitivität, also die Wahrscheinlichkeit, dass er eine Krankheit auch wirklich erkennt. Wahrscheinlichkeit, Infektion zu erkennen. Das Zweite, was ein Test typischerweise hat, ist die sogenannte Spezifizität. Die ist in unserem Fall 99,7%. Das ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Test, wenn Sie nicht infiziert sind, sagt, Sie sind nicht infiziert. Also ich schreibe das mal kurz hin, Wahrscheinlichkeit, Gesunde zu erkennen. Ich hoffe, Sie verstehen, was damit gemeint ist. Also es gibt in beiden Fällen einen Fehler. Im ersten Fall gibt es den Fehler, dass jemand eine Infektion hat und das wird nicht erkannt. Die Fehlerwahrscheinlichkeit ist 0,1%. Im zweiten Fall ist die Fehlerwahrscheinlichkeit, dass Sie gar nicht krank sind, aber der Test sagt, Sie sind infiziert. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist 0,3%. Das ist gemeint mit Sensitivität und Spezifizität. Und jetzt muss man noch eine weitere Sache wissen, nämlich was ist überhaupt Ihre Wahrscheinlichkeit dafür, dass Sie HIV haben? Also wenn man jetzt einfach so einen Bevölkerungsdurchschnitt nimmt, da kann man natürlich nur irgendwelche Schätzwerte angeben, aber man schätzt, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, Wahrscheinlichkeit für eine HIV-Infektion liegt bei, was habe ich mir da aufgeschrieben, 0,01%. Und zwar muss ich dazu sagen, außerhalb von Risikogruppen. Also wenn Sie nicht zu einer typischen HIV-Risikogruppe gehören, dann beträgt die statistische Wahrscheinlichkeit dafür, dass Sie infiziert sind, 0,01%. So, und jetzt habe ich gleich eine Frage für Sie. Sollen Sie wieder schätzen? Sie haben diesen Test bei sich liegen, Sie sind Arzt. Es kommt ein Patient von Ihnen zu Ihnen, von dem Sie wissen, dass er nicht zu einer Risikogruppe gehört. Das heißt, Sie schätzen seine allgemeine Wahrscheinlichkeit, HIV zu haben, auf 0,01% ein. Und der macht diesen Test und der Test sagt, infiziert. Und jetzt macht sich dieser Mensch natürlich Sorgen und sagt, Herr Doktor, wie ernst muss ich denn das Testergebnis nehmen? Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit jetzt, dass ich infiziert bin aufgrund des Tests? Also ein vernünftiger Arzt wird wahrscheinlich sagen, jetzt müssen wir noch weitere Untersuchungen machen, aber trotzdem wird er mit dieser Frage sicher konfrontiert sein. Die gleiche Frage haben Sie bei Krebsuntersuchungen und so weiter. Man macht einen Test und der Test sagt, Sie haben diese Krankheit, sogenanntes positives Testresultat, obwohl das natürlich für den Patienten im Allgemeinen nicht positiv ist. Und jetzt aufgrund dieser Zahlen fragt Ihr Patient Sie, Sie sind der Arzt bzw. die Ärztin, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich HIV habe? Schätzen Sie mal. Also die, was? Also 420 kann nicht sein, ne? Ist klar. Da sind ja sehr unterschiedliche Ergebnisse rausgekommen. Einige gehen von 99% aus, einige
95, 80, 97. Andere haben sehr geringe Werte angegeben. Die Wahrheit ist, dass es tatsächlich eher bei den geringen Werten liegt. Also wir werden das jetzt gleich mal gemeinsam ausrechnen und die Wahrscheinlichkeit dafür ist 3%. Was auf den ersten Blick sehr überraschend ist, darum heißt das ja auch Paradoxon vom Falsch-Positiven. Und ich hoffe, dass ich Ihnen so ein Gefühl dafür geben kann, dass Sie verstehen, warum die Wahrscheinlichkeit so gering ist. Vielleicht mal vorweg, wenn Sie jetzt diese Wahrscheinlichkeit ausrechnen sollten, was von dem, was wir heute gemacht haben, würde Ihnen denn dafür einfallen, um das auszurechnen? Das kann man mit dieser Formel von Bayes machen. Und das machen wir jetzt mal zusammen, weil wir erstens nochmal sehen, wie diese Formel dann angewendet wird, im Prinzip so wie eben mit den Kugeln. Und zweitens dann auch eine Begründung haben, warum da tatsächlich so ein kleiner Wert rauskommt. Also, T soll das Ereignis sein, der Test fällt positiv aus. Ich habe es eben ja schon mal gesagt, positiv ist ja immer so ein Medizinerschnack. Also positiv heißt nicht für den Patienten positiv, sondern das heißt, der Test meldet eine Infektion. Und dann brauchen wir noch das Ereignis H. Das bedeutet, der Patient ist HIV positiv. So, und jetzt können wir, was wir haben wollen, ist das Folgende. Wir wollen die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Patient HIV positiv ist, unter der Bedingung, dass der Test positiv ist. Das ist das, was wir wollen. Und jetzt können wir wieder genau wie eben sagen, das wissen wir nicht, aber wir setzen zum Beispiel mal die Formel von Bayes ein und gucken, was uns das liefern würde und was wir davon wissen und was uns noch fehlt. Das funktioniert eigentlich immer gleich. Also nach der Formel von Bayes können Sie hier jetzt einsetzen, das ist diese Wahrscheinlichkeit geteilt durch diese Wahrscheinlichkeit mal die umgedrehte Wahrscheinlichkeit. So, was davon wissen wir und was fehlt uns noch? Da stehen jetzt ja drei Wahrscheinlichkeiten. Einige kennen wir, einige nicht. Also fangen wir mal mit der ersten an. Kennen wir die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Patient HIV-positiv ist? Ja? Genau, das hatten wir ja vorher gesagt. Wir gehen davon aus, normaler Bevölkerungsdurchschnitt, die Wahrscheinlichkeit ist 0,01 Prozent, war das, ne? Also muss ich das so schreiben. Welche von den anderen beiden Wahrscheinlichkeiten kennen wir noch? Genau, das ist die Sensitivität des Tests, ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass das Testergebnis positiv ist, wenn Sie infiziert sind, ist 99,9 Prozent. Also fehlt uns eine, so eine typische Sache wie eben bei den Kugeln, die müssen wir jetzt noch ausrechnen. Dafür nehmen wir wieder diese schöne Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit. Das heißt, das können wir jetzt wieder aufteilen in zwei Teile, indem wir sozusagen die Infizierten und Nicht-Infizierten getrennt angucken. Das heißt, das können wir aufteilen in diese bedingte Wahrscheinlichkeit mal diese Wahrscheinlichkeit plus diese bedingte Wahrscheinlichkeit mal diese Wahrscheinlichkeit. Es wird dadurch auf den ersten Blick komplizierter, aber es werden nur noch Wahrscheinlichkeiten da jetzt auftauchen, die wir alle kennen. Denn die Wahrscheinlichkeit hier, die Wahrscheinlichkeit für ein positives Testergebnis, wenn Sie HIV-positiv sind, die steht da oben ja schon, die ist 99,9%. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Patient, der vor Ihnen sitzt, HIV hat, ist 0,01%. Und dann haben Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Testergebnis positiv ist, wenn Sie nicht infiziert sind. Wie ist die? Können Sie mir die auch sagen? Ja? Nee? Ja? Was? 0,3, ne? Das war die hier oben, 0,3%. Das hängt von der, also die Wahrscheinlichkeit, dass Sie als gesund erkannt werden, ist 99,7%. Darum ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie fälschlich als infiziert erkannt werden, als Komplement, also 0,3%. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der Test positiv ist, obwohl Sie in der Gruppe HC sind, also nicht infiziert, ist 0,3%. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Sie nicht infiziert sind, können Sie mir die auch sagen? Ja, 99,9. 99,99, das ist der Rest zu den 0,01%. 99,99%. Und jetzt müssen Sie einmal das hier ausrechnen. Das machen Sie jetzt mit dem Taschenrechner oder mit Python. Dann kriegen Sie das, dann können Sie das hier einsetzen und dann haben Sie die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, die da steht. Das will ich Ihnen jetzt gar nicht vorrechnen, das können Sie selbst machen. Da kommt dann raus, wie ich schon sagte, ungefähr
3%. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Sie als jemand, der nicht in der Risikogruppe ist, aufgrund des Testergebnisses wirklich HIV infiziert sind, liegt nur bei 3%, obwohl diese Zahlen ja eigentlich ganz wunderbar klingen. 99,9%, 99,7% klingt doch alles sehr sicher. Haben Sie eine Idee, wo das Problem ist? Warum ist es trotz dieser toll klingenden Zahlen so unwahrscheinlich, dass das auf Sie zutrifft? Welche Zahlen macht das kaputt? Ja. Genau. Das ist der entscheidende Punkt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie überhaupt infiziert sind, diese hier, die ist extrem gering. Diese Wahrscheinlichkeit bedeutet ja, wenn Sie aus der Bevölkerung 10.000 Leute rausnehmen, dann hat einer von denen HIV. Und dieser Test funktioniert jetzt so, dass er so gut ist, er hat so eine gute Sensitivität, dass er diesen einen HIV-Positiven mit Sicherheit finden wird. Aber der Test hat eine Fehlerrate von 0,3%. Das heißt, wenn Sie 10.000 Leute haben, dann werden 30 von denen aus Versehen auch als positiv getestet. Zusammen mit dem einen, der wirklich krank ist. Also hier mal ein Vergleich. Das ist so gemeint, dass ein weißes Quadrat immer 100 Menschen sind. Also Sie haben insgesamt 10 mal 10 weiße Quadrate, das sind 10.000 Personen. Und wenn die getestet werden, dann können Sie davon ausgehen, bei Nicht-Risikogruppe, dass einer infiziert ist, das ist der rote Punkt da unten. Und Sie können davon ausgehen, dass ein Test mit einer Spezifizität von 99,7% 30 Leute falsch testet, das ist der blaue Block da unten. Und wenn Sie einer von den Leuten sind, die ein positives Testergebnis haben, dann sind Sie entweder der rote Punkt oder einer von den 30 blauen Punkten da unten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist, einer von 31, das ist ungefähr 3%. Also der Test klingt auf den ersten Blick ganz gut, aber die Spezifizität des Testes ist schlecht im Vergleich zu der Gesamtwahrscheinlichkeit, überhaupt diese Krankheit zu haben. Und das gilt in sehr vielen Fällen, darum muss man sich in vielen Fällen jetzt nicht gleich von Anfang an unglaublich große Sorgen machen, wenn ein Test auf eine bestimmte Krankheit positiv anschlägt. Sage ich auch deswegen, weil leider immer wieder sehr viele Umfragen ergeben, dass die Mediziner das selbst nicht wissen. Also es gibt so diese typischen Umfragen, wo man diese Frage einem Arzt stellt und die Ärzte kommen dann auf ähnliche Ergebnisse wie Sie hier. Die sagen dann, ja, 95% oder 80% oder sowas. Und das ist nicht der Fall und wäre vielleicht ganz gut, wenn die ihre Patienten nicht zu sehr beunruhigen würden.